nehmen. Wir könnten Holzkohle herstellen, sobald das Eisen gebrannt wurde. Was wir noch machen könnten, ist ja ein bisschen Holz fällen. Das ist sehr praktisch, also es ist fast gecheatet, aber ist schon praktisch. Und es wurde auch gewünscht und ich habe es angenommen. Für die meisten ist Holzfällearbeit bei Minecraft extrem Daumen nach unten, sehr langweilig und vor allem nicht schön. Also ich weiß nicht, wieso Mojang da nichts Besseres macht, dass man zum Beispiel einen fallenden Baum sieht, damit man Stückchen für Stückchen abhacken kann oder so. Oder dass jeder Baum eigentlich gleich aussehen. Also dass es eigentlich nur normale und große Bäume gibt. Das ist ein bisschen, ja. Ja, das kommt mir gerade gut, denn wir machen ein Modpack, ich und Emodam. Also er macht den Launcher, ich sage, welche Mods reinkommen und ich mache dann die eigenen Mods. Und dieses Modpack wird Minecraft extrem verbessern. Es wird jetzt nicht viel hinzufügen, aber es wird Minecraft vor allem ja schöner machen. Es wird den Spielspaß steigern und alles Mögliche. Und es wird neue Objekte hinzugefügt. Aber der einzige Nachteil ist momentan noch, wir können das Modpack nicht momentan so öffentlich ins Internet stellen. Also sind mehrere Mods, von denen ich noch nicht Erlaubnis habe. Und deshalb kann ich das nicht öffentlich tun. Wer denn das Modpack mal testen will, es ist natürlich noch sehr früh, Pre-Alpha. Und wenn es mal testen will jemand, der kann es gerne mir fragen oder sagen. Am besten schreibt die MPN oder bei Google Plus oder so einfach mir anschreiben. Also im privat anschreiben am besten, damit nicht das zu einem Spam kommt oder so. Und ja. Es wird dann so schnell wie möglich rauskommen. Ich werde dann die eigenen Mods machen, die hoffentlich da nicht zu ähnlich sind, dass ich als Kopier ausgeschimpft werde. Das wurde ich schon genug. Aber ich kopiere eigentlich nichts so extrem. Also, ja, natürlich, irgendwann muss man kopieren, aber ich gehe nicht auf andere Kanäle oder so oder zu anderen Modpack-Herstellern und lupe die einfach mal ab. Ich ja, habe halt auch manchmal Erfindungen, die es schon gibt. Also tut es mir leid, wenn ich irgendwas kopiere. So, und ja, bei den Let's Plays ist es eigentlich normal, dass man kopiert. Es wurde ja auch nicht patentiert. Also, ich hätte gerne der erste Let's Player gesehen, der das Let's Play patentiert. Aber das wäre schlimm gewesen. Und der hätte jetzt sicher schon 100 Millionen Abonnenten. Tja, aber eben, die Menschheit ist dazu gemacht, um zu kopieren, leider. Ja. Macht und Erniedrigung. Schlimm. So, wir haben jetzt hier das Eisen gebrannt. Wir brauchen nur die Hälfte zum Schutz, also zum Safen lasse ich noch drin. Und wir können eigentlich bald meinen. Wir brauchten hier noch ein bisschen Nahrung, oder? Ja, wir können jetzt einfach mal in die Höhle gehen und schauen, dass wir nicht sterben. Ja, es sind auch weniger Gefahren. Also die größte Gefahr momentan ist die Lava. Da bin ich so ein bisschen angezogen, aber ja,
Da könnt ihr sehr gerne ein paar alte Let's Plays von mir schauen, von Minecraft, wie ich fehle. Also mir macht es jetzt da nichts aus. Ich weiß, dass ich schlecht war und ja, dann will ich mich ja auch steigern und verbessern. So, ja, es wird momentan einfach viel zu viel Eisen gefunden. Ist ein bisschen blöd, aber es wurde eben an die Casual Game angepasst. Das ist eben falsch. Die Entwickler denken immer, sie bekommen mehr Ruhm und mehr Erfolg, wenn sie auch Casual Gamer, also vor allem Einsteiger, es einfach machen und so. Klar, man muss den Anfängern schon ein bisschen leicht machen, aber nicht so, dass die sogar die Anfänger in einem Wunschland leben und sofort Diamanten haben und so. Ein Spiel sollte eine relativ langsame, aber gute und am Ende hohe Lernstufe haben. Lernentwicklung, also Lernanpassung. Aber ja, es sollte vor allem die Profis nicht enttäuschen. Die Profis sind momentan von Minecraft einfach zu sehr enttäuscht und wollen einfach immer mehr. Darum haben die Modpacks auch so extrem riesen Erfolg. Also vor allem Feed the Beast Monster ist momentan im Kommen. Und Hexit ist momentan, ja, ist jetzt nicht mehr so willkommen. Aber auch durchaus noch sehr willkommen. Aber bei Hexit ist ja auch das Problem, es wird einfach viel zu leicht gegen Ende. Und da muss eigentlich der Entwickler eigentlich immer dranbleiben. Ein Spiel entwickeln oder ein Mod entwickeln ist nicht leicht und hat viele Gefahren, also viele Sachen, wo man falsch machen kann. Wie zum Beispiel momentan ist ein gutes Beispiel Diablo 3. Es wurde mit dem Patch 2.0.1 viel zu leicht und da muss wollte schon Mojang sagen, Blizzard unbedingt nachpatchen und es wieder schwer machen. Also für mich macht es nicht aus, ich Let's Play es dann gerne, sobald es rauskommt, also Reaper of Souls. Und ja, da muss ich schauen, also ich werde den Schwierigkeitsgrad natürlich dann immer anpassen und dann erhöhen, wenn es zu leicht wird. Wie lange ich es dann Let's Playen wird, hängt es daran ab, wie viel Spaß ihr habt. Es ist klar, dass wenn ich viele Videos mache, ihr nicht so schnell nachkommt und so, aber ich werde es dann an euren Kommentaren und euren Likes ablesen, ob es noch rendiert weiterzumachen. Das gilt auch für andere Let's Plays natürlich. Und ja. Aber momentan sehe ich vor allem bei Mountain Blade und bei Regnum, es schauen recht viele Spiele, also Zuschauer noch rein und sie verfolgen es relativ gut. Also es hat jetzt nicht ein Video hat viele Aufrufe, dann sind 5 Videos keine Aufrufe mehr, dann kommen wieder viele Aufrufe. Es ist wirklich stabil und das freut mich sehr. Das war vor rund 2-3 Monate noch nicht so. Und das sehe ich jetzt gut, dass ich sehr viel richtig mache und auch sehr viel Motivation zum Schauen mitbringe. Also dafür danke ich euch sehr und ich hoffe, es wird noch mehr steigen. Vor allem hoffe ich, dass es mehr geliked wird. Ich kann natürlich verstehen, dass viele nicht angemeldet sind und die Videos nicht liken können, aber es wäre doch schön, dass ihr euch wenigstens ein bisschen die Mühe macht und euch kurz anmeldet und dann kurz liked oder auch disliked, wenn es euch nicht so gefällt. Dann wäre ich auch gerne ein bisschen froh darüber, wenn ihr ein bisschen mehr Kommentar posten könntet öffentlich. Ich weiß, per PN wird sehr viel geschrieben, aber leider ist das nicht ganz so das, was ich will. Also
Ich weiß, dass es manchmal ein bisschen peinlich oder ein bisschen besser ist, mit vier Augen darüber zu sprechen. Aber eben, ja, das, was jetzt nicht unbedingt sein muss, könnt ihr locker, ich meine wirklich locker, in die Videokommentare posten. Jo. Ja, es ist leider jetzt momentan Nacht. Ich werde keine Set Day und Set Nights machen auf dieser Welt. Und auch so wenig wie möglich in den anderen Welten. Das liegt einfach daran, dass es auch mal Nacht bleiben muss. Und Ding, Tag. Und ja, es ist doch schön eigentlich, den Rhythmus zu haben. Klar, es ist nicht immer schön, wenn ihr gerade irgendwas braucht, wie zum Beispiel jetzt eben das Weizen, damit es wächst. Aber ja, Fackeln helfen auch eigentlich. So, das reicht eigentlich auch. Aber eben, nein, ich weiß, dass die Nacht nicht so schön ist wie der Tag. Und ja, vor allem wenn die Monster kommen, dann ist nicht so gut. So, ja, erkunden könnten wir mal, wir könnten, ja, ist jetzt gerade ein schlechter Zeitpunkt, ich müsste ein wenig da sein, oder ein Terrain-Loader haben, aber den gibt es nicht bei Pixelmon oder bei Vanilla, ja, nicht gut. Ich möchte den Charakter nicht hungern lassen. Und es gibt momentan keine Steaks. Ich liebe Steaks. Vor allem Büffelsteaks, aber die gibt es hier nicht. Es gibt nur Rindsteak. Tja. So ein Essensmod. Also, das baue ich am besten dann mal beim Modpack ein, damit ihr ein bisschen mehr Auswahl habt. Eine Dönerbude aufbauen könnt oder so. Je nachdem. Aber eben dann ist es wieder die Frage, ob es irgendwie reinpasst. Ich möchte das Modpack schon ein bisschen aufgeteilt haben in Epochen oder Fantasy oder Realität. Also, ich mache dann einfach verschiedene Mods für verschiedene Zeitzonen oder Realität oder Fantasy und werde sie dann ja.